Wer das erste Mal Nepal besucht, kann rund um den Stupa von Bhutnath sehr entspannt erste Eindrücke sammeln. Vicky aus Bonn am Rhein mischt sich unter die Gläubigen, die den ganzen Tag über das buddhistische Heiligtum im Tal von Kathmandu im Uhrzeigersinn umrunden. Bhutnath ist eines der religiösen Zentren der Buddhisten in Nepal. Vicky hat sich für ihre Nepal-Reise gut 2 Wochen Urlaub genommen. Da bleibt genug Zeit, auch die alte Bauernstadt Bhaktapur am Ostrand des Tals von Kathmandu zu besuchen. Hier zeigt sich Nepal noch von seiner beschaulichen und traditionellen Seite. Bhaktapur war neben Kathmandu und Patan die 3. historische Königsstadt. Entsprechend findet sich auch hier ein mittelalterlicher Palastbereich. Bhaktapur wurde mehrfach von schweren Erdbeben getroffen, so auch im April 2015. Aber immer wieder aufgebaut, auch mit deutscher Hilfe. Am nächsten Tag geht es über abenteuerliche Straßen gut 200 Kilometer nach Westen, bis in die Region Pokhara. Hier am traumhaft gelegenen Begnassee liegt Vickys Urlaubsdomizil für die nächsten Tage. Das Begnas Lake Resort. Die halbstündige Anreise mit dem Boot sorgt für die passende Einstimmung.